So, Freunde, jetzt möchten wir noch etwas verkünden, was uns auszeichnet. Eine kurze Frage. Wer von euch sieht uns heute zum ersten Mal? Kurzes Handzeichen. Auch wir fragen wieder, gibt es welche, die schon die ganze Zeit überlegen, sich nicht sicher sind, ob sie uns schon mal gesehen haben? Dann lassen wir mal eine Liste rumgehen mit den Auftritten der letzten Jahre. Auf jeden Fall sind wir eine Band, die momentan unwahrscheinlichen Hype hat. Also Hype heißt, wir werden gebucht ohne Ende. Wir könnten jeden Tag 5 Konzerte spielen. Und zwar nur, weil wir eine der ganz wenigen Bands sind, die im Moment ein komplett Helene Fischer-freies Programm anbieten. Und das kannst du alleine machen. Ich muss sagen, wir haben gar nichts gegen Helene, wir haben nichts gegen... Bei dir fliegst du halt raus. Wir haben gar nichts gegen Helene Fischer, wir waren sogar mal zusammen in einer Fernsehsendung. Das ist schon ein paar Jahre her, wir hatten sogar dieselbe Garderobe. Wir haben auch nur Fotos, 10 Euro. So, auf jeden Fall... sind wir trotzdem natürlich nicht dagegen gefeit. Überall wirst du verfolgt. Die meistgewünschtesten Songs sind alle Helene Fischer-Songs, wenn wir irgendwo spielen. Kommen oft Leute, die sagen, Jungs, erfüllt ihr auch Wünsche? Sagen, ja, aber denkt dran, wir machen 50 Jahre Musik. Perfekt, könnt ihr atemlos. Können wir schon, aber machen wir nicht. Trotzdem, hin und wieder gibt es auch Leute, die sagen, ja klar, ihr sagt, ihr wollt das nicht, in Wirklichkeit könnt ihr es nicht. Da gibt es immer kleine Diskussionen, so Backstage oder beim Autogramme geben, wo wir irgendwann mal gezwungen waren, zu zeigen, dass wir schon auch modernere Sachen machen könnten, wenn wir wollten. Das werden wir auch jetzt tun. Wir machen es aus Zeitgründen a cappella, denn die Zeit rennt. Damit ihr wisst, wie es funktioniert, ich mache es kurz vor. Achtung. Mm-hmm.